wir bieten an, wir finanzieren Schulungszentren. In diese Schulungszentren, das steht aber nicht hier in den Statuten drin, verkaufen wir schlussendlich, also im Prinzip höre ich nach diesen dreien auf, dass die Lizenz gekauft, nein, das Geld für die Lizenz ist da, aber den Lizenzvertrag, den erwähnen wir erst in einem Jahr oder zwei Jahren. Ja? Also natürlich die Teams, die das verkaufen, die müssen wissen, wo die Reise hingeht. Das heißt, klar, wenn ich jetzt zu einer Bank gehe und sage, ich will Ihnen die zukünftige Banklizenz verkaufen, dann muss ich natürlich schon sagen, dass es diesen Lizenzvertrag schon gibt. Ja? Was drin steht, was er bekommt, was sein Gegenwert ist, warum er 600.000 investieren soll, ja? Dass er am Schluss dann 10 Millionen Return of Invest hat. Ja? Also ganz nach außen stellen wir uns einfach als Softwarefirma dar, die Schulung macht, die Software verkauft, die Buchhaltungssoftware verkauft, die E-Shops verkauft, steht alles hier drin. Und einen schönen Satz kann ich dann auch noch dazu beipflichten. Wenn man heute Nationalbankgesetze liest, da steht drin, reiner Geldtransfer ist verboten. Es muss immer dahinter ein Waren- oder ein Dienstleistungsvertrag mitgeliefert werden, wo man genau sieht, ich als Staat will sehen, ob auf diesem Geldtransfer eine Ware, eine Leistung mit Lohn und mit Mehrwertsteuer verknüpft ist. Weil die Staaten sind ja pleite. Jetzt durch Covid haben sie gerade nochmal das gemacht, was der liebe Herr Rothschild wollte, möglichst viele Schulden, da gibt es möglichst viel Geld, aber der Return of Invest auch dort muss gesichert sein. Und weil die Banken jetzt über jeden Transfer informieren müssen, den Staat und den Herrn Rothschild, was ist denn eigentlich der Grund dieser Zahlung, die ist bei uns automatisch integriert. Und das habe ich in den Statuten, wenn unsere Statuten von der Regierung geprüft, es steht sogar drin, wir liefern dem Staat die genauen Informationen durch unsere Software, ich schreibe in der Buchungsseite der Zahlungsverkehr integriert, der dann gleichzeitig offenlegt, was der Sinn der Zahlung ist. So, da können die eigentlich nur Freude haben, dass wir das machen. Das Titanic-Syndrom, der Kapitalismus kann nicht untergehen, wenn es nicht im Fernsehen kommt, der Kapitalismus geht unter, wird dann noch in 100 Jahren existieren. Ja? Also was nicht sogenannt proklamiert wird, existiert nicht. Ja? Und die werden sich natürlich nie hingeben und sagen, unser Kapitalismus ist jetzt untergegangen, wie die Titanic, oder? Man hat ja auch immer gesagt, die Titanic ist unsinkbar, der Kapitalismus eben auch. Und nur wer eine durchdachte, technisch logische und daher umsetzbare Alternative anbieten kann oder anbietet, kann dem falschen Geldsystem den Stecker ziehen. Das sollte auch mal in den Tagesschau kommen, dass die Banken die natürlichen Feinde jeder gut gehenden Wirtschaft sind. Ich habe diese Zeitungsmeldungen immer verfolgt. Wirtschaft im freien Fall, so in den 95er Jahren schon. Die Banken haben jedes Quartal höchste Gewinne gemeldet. Wirtschaft geht runter, Banken machen Gewinne. Ja, logisch. Warum? Weil wenn ich in der Wirtschaft schlecht geht, also schlecht durch Umsatzzahlen und Gewinnverfahren, ja, dann renne ich doch zum Banker und sage, du musst mal ein bisschen Überbrückungskredit geben. Und sagt er, ja, kostet jetzt einfach 12%, vorher hat 6% gekostet. Dann sagt er, ja, weißt du, in 3 Jahren geht es mir wieder besser. Dann sagt er, ja, ich nehme das an, dass das stimmt, aber jetzt zahlst du mal mehr Zinsen. Ja? Und so hatten die Banken höchsten Gewinne gemacht, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Und eine Bank, die über Schuldgeld Gewinne macht, die kann es nicht ausstehen, dass die Wirtschaft unübertrefflich läuft. Ja? Also sind die Banken die natürlichen Feinde jeder gut gehenden Wirtschaft und nicht unsere Freunde. Ja? Ich sage immer, wenn du Schulden machst bei deinem natürlichen Feind, dann hast du irgendwo ein paar Schrauben locker. Ja? Warum reagiert die Menschheit immer negativ, wenn ich sage Gewinnschutz? Dann sagt er, ja, da verliere ich ja was, ich verliere Geld. Wenn du von mir den Gewinn haben willst, mach doch lieber einen Freundschaftspreis und verzichte auf den Gewinn. Ja? Also bei mir heißt Freundschaftspreis, ich gönne dem anderen den Gewinn. Ja? Ich sage immer, wenn mir jemand was verkauft, du machst dann auch einen Gewinn dran. Nein, weißt du, für dich mache ich es ganz billig, oder? Dann sage ich, lüge nicht, mach nicht so einen blöden Spruch, oder? Dann kaufe ich nämlich gerade gar nichts bei dir. Und dann kommen sie ja ein bisschen zur Realität zurück. Ja? Also diese immer verdeckte Gewinneinheimscherei, so quasi wie auf dem marokkanischen Bazar, das müssen wir uns eigentlich nicht mehr antun.
Ja, wir können doch offen miteinander kommunizieren. Wer dem anderen den Gewinn nicht gönnt, bekommt auch selber keinen Gewinn. Das ist doch ein kosmisches Gesetz. Dann ganz wichtig in diesem System, das der wichtigste ist, der Großteil der Konten für Geldtransfer muss Minus-Limits haben. Ja, das glaubt auch keiner. Ja, du kannst kein neues Warenabrechnungssystem anfangen ohne Kreditlimite für mindestens die halbe Wert, weil die eine, die hat schon zu liefern und die andere sind die Konsumenten, die was brauchen. Ja, wenn du denen sagst, ja, ihr müsst zuerst Geld haben, dann sagen die, ja, woher sollen wir das nehmen? Das ist doch euer Problem. So blöd ist die heutige Welt. Ja, ja, musst halt zur Bank gehen. Ja, die gibt dir kein Geld, ja, dann hast du Pech gehabt. Ja, also wir sind eine nicht lösen könnende, dumme Welt. Und wenn man eben weiß, ein Systemwechsel ist nur möglich, wenn man von der Materie in den Geist wechselt. Ein Systemwechsel von Materie zu Materie ist kein Systemwechsel. Für mich wenigstens nicht. Ja? Also, ein Systemwechsel ist, aus der Materie in eine geistige Dimension zu gehen. Ja? Das ist, wie wenn ich auch meinen Körper physisch wechsle. Ja? Und Geld haben, vom Geld haben zum kreditwürdig sein. Ihr merkt ja schon, das Wort Kredit hat nichts mit haben zu tun, sondern mit sein. Also kreditwürdig sein zu haben. Das kennen wir. Ich habe dieses kreditwürdig sein abgesichert, wieder jetzt nicht nur mit Vertrauen, sondern mit Gewinnschutz. Das ist ein Fakt, das ist ein politisches Manifest. Konkursversicherung ist ein mathematisches Manifest. Ja? Und die Buchhaltung ist eine Software, die keinen Mangel kennt. Dann hört auch der Exportzwang auf. Früher war der Exportzwang nichts anderes, als an das Gold von den anderen Ländern zu kommen, weil ich selber kein eigenes Gold mehr habe. Dann ist meine Geldschöpfungspotenzial ist ausgeschöpft, wenn mein Gold nicht mehr ausgeweitet werden kann. Das war früher in den 1660er Jahren, also 1660, ist der Goldzustrom aus Südamerika auf Null gegangen, weil sie schon alles gestohlen haben, die Spanier und die Portugiesen. Und dann hatte auch der französische König kein Gold mehr und dann hat er den Merkantilismus erfinden müssen. Hier noch eine schöne Grafik, was wir integriert haben, das ist der Papierwechsel. Und was Sie hier sehen, den Wechsel kriege ich immer nur von einem Pluskonto. Das heißt, der Wechsel ist immer von einer Leistung, die ich vorher in Euroweg gemacht habe, schon gedeckt. Das heißt, ich mache echtes gedecktes Geld. Da brauche ich doch kein Gold, ich brauche nur die Ware der Menschen, die sie schon mal an einen Kunden geliefert haben. Das ist noch besser. Was bringt mir ein Goldbarren im Tresor, den keiner will? Ach, der hat 50.000 Wert. Ja, wer behauptet das? Ja, der Chauffeur vom Rothschild jeden Morgen nahe sagt, ah, der hat 1.000 mehr Wert. Ich mache mir immer Witze und sage, der fragt den Hund. Wenn er dreimal bellt, geht es nach oben. Wenn er nur einmal bellt, geht es nach unten. Ja? Also so primitiv ist die Welt. Das sind keine Witze. Ihr müsst wissen, die Elite, die ich kenne, ich bin dort aufgewachsen, die macht sich einen Spaß aus uns, was wir alles als ernst nehmen da. Ja? Und die Zeitung lesen, hast du gesehen, der Goldpreis ist gestiegen. Na, ja, super. Ja? Ja, nur der Hund hat dreimal gebellt vom Rothschild. Oder? Ich habe noch ein paar Statistikzahlen reingeschrieben. Lustig ist auch diesen Teil, Staatsquote. Ihr seht hier 1880 bis 1910. Wisst ihr, was hier passiert ist? Da sind die Rothschild-Nationalbanken gegründet worden, 1910 bis 1913 in Österreich. Wenn ihr im Geldmuseum von den Habsburgern schaut, da steht an der Wand auf jedem Papierschein Staatsnote. Staatsnote, da hat der Staat das Geld gemacht. Und das glauben die Menschen heute noch. Aber wenn ihr dann anschaut, 1913 mit der Gründung von Fed, was steht nachher auf der Note? Banknote. Also hat sich doch hier der Emittent gewechselt. Ja? Aber das wird niemandem plausibel erklärt. Ja? Der Habsburg, mit dem ich dort war, der hat selber gestanden. Er sagt, tatsächlich, früher haben wir noch unsere Staatsnoten gehabt. Ah, jetzt haben wir Banknoten. Ja, was ist denn eine Banknote? Eine private Note. Wir brauchen ein zentrales Thema. Ja? Und das Thema ist eben eine Wirtschaftstheorie für gesättigte Märkte. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Aber keine Universität lehrt das. Warum? Weil sie eben Professoren sind, die noch nie Unternehmer waren. Ja? Wollen wir das oder wollen wir unseren Eigenwechsel, den wir selber unterschreiben und damit bestätigen, wir haben schon Ware geliefert, wir haben schon Leistung in den Markt eingegeben und wir haben ein Pluskonto und darum bin ich legalisierter Geldschöpfer in physischer Form. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Und das wird funktionieren.